Warum sind wir denn schon wieder hier? Macht das Sinn? Hund, hast du uns irgendwas dazu zu sagen? Hund. Okay, den Hund können wir nur schlagen. Jo, ihr Häker und Häkerin. Und herzlich willkommen zur 7. Folge von Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, warum habe ich das jetzt getan? So, in der letzten Folge sind wir mit diesem Dragonier, nee, wie heißt das Ding? Wie heißt du? Ich weiß nicht, wie du heißt, egal. Auf jeden Fall sind wir mit dem zum Gipfel geflogen. Dann habe ich bemerkt, ey, was wollen wir beim Gipfel? Wir wollen doch eigentlich zu den Hammerbrüdern. Und deshalb bin ich nochmal zurückgelaufen. Ja, ich bin zu Fuß zurückgelaufen. War gar nicht so weit. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir die Hammerbrüder. Oder Hammer-Opas, besser gesagt. Und ich ziehe gerade eben schnell meinen Vorhang zu, weil die Sonne mich blendet. Und ich bin Gamer und deswegen hasse ich Sonne. Kann das hier gewesen sein? Dann direkt mal hier hoch. Ja, heute ist bei mir der 26.02. Und ich hoffe, dass das Video nicht zu spät rauskommt. Weil hier bin ich wieder nur im Sternschnuppenfeld, oder? Ja. Da möchte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Hier gibt es ja nicht mal Gegner. Hier habe ich schon abgesucht. Irgendwie ist da nichts zu finden. Was wollte ich gerade sagen? Haben wir den Block da oben? Haben wir den eigentlich schon leer gemacht? Eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall können wir dorthin, wo uns Krankfried den Weg versperrt hat, sobald wir Hämmer haben, glaube ich. Ich weiß sowas natürlich nicht. Nee, der ist tatsächlich noch frei. Aber ich habe das Gefühl. Ein Pilz, vielen Dank. Pilze sind immer gut. Und jetzt finden wir die Hämmer, Leute. Muss ich hier rein? Nein, aber das sieht mir so aus, als könnte man es zerhämmern. Das heißt, wir haben einige neue Wege, sobald wir unsere Hämmer haben. Sollten wir überhaupt Hämmer bekommen und die Hammermacher würden nicht irgendwie sagen, ey, uns fehlt noch eine ganz wichtige Zutat, die kriegst du auf dem Berg der Schande. Und dann müssen wir zum Berg der Schande und hier waren wir doch schon. Denn ich würde sehr ungern zum Berg der Schande. Ich habe einiges über diesen Berg gehört und das war nicht unbedingt was Gutes. Sollen wir hier runter? Ich weiß es nicht. Wo war denn das Kecker nochmal? War das hier? Ich weiß es nicht. Ja, hier vielleicht? Nee, aber hier müssen wir lang, weil hier hat uns Krankfried den Weg versperrt. Dann suchen wir mal den anderen Weg. Schade, dass man mit den beiden nicht sprinten kann. Das vermisse ich echt jedes Mal so ein bisschen. So. Hier muss es jetzt aber langsam sein, oder? War das hier drin? Ja. Hey, ihr beiden kommt gerade richtig. Eben ist ein Granitblock durch den Kamin gefallen. Wir werden euch daraus sofort ein paar Hämmer zurechtklopfen. Der ist nicht einfach da reingefallen, den haben wir euch geholt. Wo kommt denn der Stiel her? Na gut. Puh, Schnauf, was für eine Schinderei. Aber dafür haben wir euch gleich zwei Hämmer gemacht. In einer Gegend wie dieser sind Hämmer unverzichtbar. Und diese Hämmer sind für euch. Und ich habe das Gefühl, ich drücke die ganze Zeit auf eine falsche Taste. Ihr habt Hämmer erhalten. Benutzt sie für Solo-Aktionen. Wir zeigen euch, wie man die Hämmer benutzt. Zunächst wird durch Drücken von R der Hammer ausgewählt. Achso, ja. Was? Hat der Hammer gesagt? Und dann kann man durch Drücken von A zuschlagen. Das ist alles. Mit dem Hammer kann es der vordere Bruder ordentlich krachen lassen. Die Aktion, die der Vordermann mit A ausführt, trägt den Namen Solo-Aktion. Die Aktion, die der Hintermann mit B ausführt, nennt man Paar-Aktion. Das ist Basiswissen, also merkt ihr es euch gut. Probiert eure Hämmer doch mal aus. Selbst harte Felsen zerbröseln schon beim ersten Schlag. Im Nebenzimmer ist ein kleiner Felsen. Dann könnt ihr die Hämmer ausprobieren. Warum habt ihr einen kleinen Felsen im Nebenzimmer? Sagt ihr wirklich Hämmer? Hammer. Ach, er sagt Hi. Wie
hoch und dann Hammer. Achtet mal drauf. Und Jump. Und jetzt Mario? Moment. Hammer. Jump. Spin. Spin. Er sagt Spin. Das ist verdammt geil. So. Wieso denn Hammer? Ja, du brauchst jetzt den Hammer. Wie rüste ich den aus? Ah, so, okay. Ja, mach doch. Nuss, eine Nuss. Okay. Okay, okay, okay. Also, es können noch beide den Hammer haben. Dann kann ich hier A. Nee. Hier A und B. Das ist lustig. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz Sinn der Sache. Auf jeden Fall können wir jetzt alles zermalmen. Mit unseren neu erworbenen Hämmern. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu dem... Ihr wisst wohin. Ihr wisst schon. Krankfried. Hm? Soll man hier runter können? Ja, das war genau richtig. Ja. Ein neues Gebiet. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass es endlich weitergeht, hier bei Mario und Luigi. Ich meine, es ist nicht so, als wäre ich irgendwie stecken geblieben oder so, aber ich habe es in meinem Video einfach mal den Kopf freikriegen, lustiger Smiley, genug erklärt und... Okay, ab jetzt wird mich diese Steuerung mehr als nur verwirren. Und noch eine Nuss. Kann es sein, dass wir vorher nie Nüsse bekommen haben, sondern irgendwas anderes? Sirup, genau. 20 HP für beide. Also Nüsse sind nur Pilze in Scheiße. Oder können die auch noch irgendwas? Ah, ich verstehe. Nüsse für beide, Pilze für einen. Okay, sehr sinnvoll. Sehr sinnvolles Item. Dann One-Up-Pilz und Sirup. Okay. Dann mal los. Okay, hier ein bisschen Hammerübung. Wir können uns hier unseren Weg entlang hämmern. Was ist denn das für ein Ding? Der magische Feuerhammer? Feuerstein? Ist er das? Ist es der magische Feuerstein? Hier oben ist was zum Löschen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt haben wir hier zwei Dinge, die ich einfach so verstehe. Was ist da los? Einerseits hier. Das war der falsche Hammer. Diesen hier will ich natürlich. Und dann hier drauf. Und dann kommt da Wasser nämlich raus. Super. Und dann die zweite Sache. Hier daneben, dagegen zu hauen, wird wahrscheinlich Schaden machen. Dagegen laufen genauso. Wir können nicht mal, okay. Nämlich müssen wir das Feuer erstmal löschen. Und was war das gerade für ein seltsamer Musikbug? Und danach dürfen wir raufkloppen. So. Genau, jetzt haben wir hier einen Stein mit einem leichten Feuerding drin und dürfen draufhauen. Vulkangestein. Das ist ganz sicher Vulkangestein. Nein! Spring! Naja, ein Versuch war's wert. Ich hab Spaß. Ich hab grad Spaß. Und das ist cool. Luigi, Ausraster. Mich verwirrt das alles noch ein bisschen. 2 Stunden später. So, ich war gerade kurz essen. Und jetzt... Hammer. Wird die Sache geregelt. Hier ist ein neuer Ort, wo wir durch können. Was steht hier auf dem Schild? Finsterlore, zum Fuß der Lachberge, für maximal 2 Personen. Na, das trifft sich ja gut. Wir sind nämlich genau 2 Personen. Ein Pilz. Dann haben wir einen Sirup. Ein Pilz. Und noch ein Sirup. Ja, wer hätte es gedacht. Okay, das sieht mir hier so aus, als könnte man dort erstmal nicht mehr hoch. Also würde ich am allerliebsten eigentlich
Können wir auch hier runter? Nee. Erstmal diese Lore hier nehmen. Oder mich hier umschauen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal Besuch hatte. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig mit der alten Lore einen Ausflug machen. Aber keiner weiß so genau, wohin diese alten Gleise eigentlich führen. Wenn ihr springt, findet ihr vielleicht sogar noch ein paar alte Edelsteine. Beleuchtet den Weg mit der Lampe, um Gefahren zu erkennen und auszuweichen. Aber jetzt habe ich euch mit meinen langweiligen alten Geschichten angeödet. Und jetzt wollt ihr mit der Lore fahren? Das klingt ziemlich cool, also machen wir das mal. Ach du Scheiße. Was muss ich tun? Oh mein Gott, Start, okay. Das scheint hier so eine Art Minigame zu sein. Muss ich immer meinen Bruder anleuchten? Was muss ich denn hier tun? Zeug einsammeln, ich verstehe. Gegnern wahrscheinlich ausweichen. Und nicht an die Stacheln oben kommen, habe ich recht. Und Ouija erlebt genau dasselbe Abenteuer wie ich. Ach, und ich muss auch Sachen für Luigi einsammeln. Okay. Das macht alles Sinn. Was ist das denn? Oh mein Gott. Die Gegner sind echt creepy. Verdammt creepy. Was soll ich denn gegen die überhaupt machen? B macht irgendwas, aber ich erkenne nicht so ganz, was es ist. Okay, das war dumm. Jetzt habe ich Luigi irgendwo verloren. Ja, hier ist er. Ich verstehe den Sinn der Lampe tatsächlich nicht so ganz. Ach, mit B springe ich mit Luigi. Okay. Das sind Batterien für die Lampe. Okay. Und was ist das hier? Ziel! Okay, warum schlafen die? Alles okay bei euch? Ist irgendwas schiefgegangen? Warum sind wir denn wieder hier? Wollt ihr nochmal fahren? Nein, nicht nochmal! Diese Vollidioten! Nein! Warum sind wir denn schon wieder hier? Macht das Sinn? Hund, hast du uns irgendwas dazu zu sagen? Hund. Okay, den Hund können wir nur schlagen. Und die Lampe hier? Können wir doch bestimmt zerdeppern, oder? Auch so ein Bayern-Wort. Zerdeppern. Sagt man das in irgendeinem Bundesland außer Bayern? Ich hoffe nicht. So. Dann haben wir hier eine nicht runterspringbare Klippe. Und das hier. Wir hätten da wohl nicht runterspringen sollen. Hi! Das finde ich ja richtig cool, dass sie jetzt doch Texte sagen. Alles ergibt auf einmal Sinn. Na nix, Hammer, Hammer. Sehr complicated. Ich muss da doch... Da merkt man die ersten Probleme mit der Steuerung. Was heißt die ersten? Die ersten richtigen Probleme, die man vorher vielleicht noch vernachlässigen konnte. Ab jetzt wird es nämlich richtig eklig irgendwie. Aber zum Glück nur irgendwie. Okay, okay. Zusammenreißen. Ich muss jetzt. So. Wie geht das? Alles okay hier? Habe ich irgendwas noch nicht gemacht, was ich hätte tun sollen? Okay, wir schauen einfach mal eine Runde weiter. Hier war die Lore, die irgendwie nichts bringt. Dann haben wir hier eine leere Plattform. Weiter. Oder besser gesagt zurück. Lachoglyphen. Wasser. Was wir absolut nicht brauchen. Wir können ja hier nochmal raufhauen jetzt. Ich glaube, ich komme schon klar mit der Steuerung. Okay, das bringt absolut nichts, da nochmal drauf zu hauen. Ja, und jetzt?
Ja, hier kommt jetzt diese fröhliche Musik, aber in echt Tod und Trauer. Ich verstehe das nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Wir könnten nochmal in diese Höhle zurück, wo wir waren. Die Höhle des Todes, ihr wisst schon. Die, du kannst hier eh nicht hin. Genau, diese Höhle. Hier darf ich doch jetzt bestimmt zerdeppern, oder? Hammer! Wozu waren die gut? Und die hier? Brauche ich dafür stärkere Hämmer? Na gut, Grahaha Niet ist wohl doch nicht das Stärkste, was es gibt. Dann müssen wir irgendwann mal Gold finden. Ne, Gold ist ja... eignet sich nicht besonders gut für Hämmer. Ich bin zwar kein Metallspezialist, aber ich will es mal so sagen, ich habe mittlere Reife und ich habe Chemie. 3 Stunden in der Woche. Auf dem Gymnasium. Ich habe noch nicht mal mittlere Reife. Mein Abschluss im Moment ist ein Grundschulabschluss. Was Besseres habe ich im Moment nicht. Ich habe ja noch nicht meinen Hauptschulabschluss. Fällt mir gerade so auf. Hauptschulabschluss mache ich ja erst Ende diesen Jahres. Oder bekomme ich, besser gesagt, Ende diesen Jahres. Dann habe ich... Wow. Ich habe bisher einen Grundschulabschluss. Ach du Kacke. Ja, dass wir da nicht hoch können, habe ich mir schon fast gedacht. Aber was sollen wir da machen? Irgendwas zerhämmern? Ich weiß es nicht. Ich habe genau denselben Abschluss wie damals, als ich 10 Jahre alt war. Das ist ja verdammt scheiße. Muss ich vielleicht hier rauf? Auf den Fragezeichenblock? Ganz vorsichtig. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht könnten wir dadurch einen Spielglitch verursachen, der dafür sorgt, dass wir da doch rüberkommen. Ich bezweifle es. Na gut, dann müssen wir wohl irgendwas anderes noch machen. Wir müssen gar nichts anderes machen. Irgendwie muss das gehen. Womit wir übrigens wieder hier wären. Okay. Nein, nicht Hammer. Wenn ich jetzt einfach zur Seite... Ich verstehe es nicht. Dieser Wasserfall. Kann man den nicht irgendwie... Wir fangen einfach mal hier an. Das wird sein. Das wird ganz sicher sein. Really? So, jetzt stehen wir hier. Und jetzt... Woran liegt das? Verdammte Scheiße. Wir müssen genau bei der Brücke. Genau wo die Brücke ist. Hier. Genau hier müssen wir das Ganze machen. Aber die Brücke ist ja hier. Die Steuerung ist echt eklig. Komm, hoch da und weiter, du Schneider. Ich brauche tatsächlich den hier. Okay, okay, wir probieren es nochmal. Da! Warum nicht? Warum darf ich da nicht hoch? Hallo? Ich muss da hoch dürfen. Das ist doch verrückt! Was mache ich hier falsch? Ah, nee. Nee. Wie lang ist die Folge? 10, 18 Minuten. Okay, dann würde ich sogar sagen, wir haben überhaupt nichts erreicht. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Mario und Luigi Superstar Saga wieder. Aber als nächstes kommt höchstwahrscheinlich Minish Cap. Freut euch darauf. Bis zur nächsten Folge und tschüss.